Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu dem zweiten Video von heute. Ja, ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen Skin. Wenn heute der 13.04.2023 ist, dann könnt ihr diesen Skin noch nicht haben, weil Epic Games hat mir wieder zwei Skins in meinen Spind gepackt. Und zwar ist es einmal hier der Wüstenmorgen-Skin, den es in 3 oder 6 verschiedene Stil-Varianten oder so gibt. Auch dieses Goldene finde ich aber tatsächlich gar nicht ansprechend. Deswegen würde ich einfach den Skin mit der Brille spielen. Dann gibt es aber noch einen Gegenpartner von diesem Skin. Und zwar ist das der männliche Skin. Der heißt Abendlicht, Leute. Den könnt ihr auch wieder so Design auf Pink angelehnt. Perfekt für Party Royale unter anderem. Mit Brille, ohne Brille, ihr wisst Bescheid. Die beiden Skins werden wohl wahrscheinlich heute Nacht in den Itemshop kommen. Außerdem ist heute ein neuer Skin reingekommen, der Anaconda Skin. Der sieht auch sehr, sehr stark aus, muss ich offen und ehrlich gestehen. Würde ich aber tatsächlich jetzt nicht spielen, weil diesen Skin hat momentan in Deutschland, keine Ahnung, 10, 15 Leute. Und deswegen gehen wir einfach damit jetzt in Solo-Runden rein. Ich lasse mich von Anfang an killen. Wir gucken der Person zu. Und die Person, die in der Runde den epischen Sieg holt, die werde ich adden. Und ihr bekommt von mir 1000 V-Bucks. Ganz simple Geschichte, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, go, Junge. Okay, Leute, allererste Runde im Business. Und ich habe eine richtig krasse, übertrieben geisteskranke Nachricht zu Anfang. Ich würde aber sagen, wir landen erstmal in Anvil Square, Leute. Ich lasse mich von Anfang an killen und dann kommen wir zu dieser ganz wilden Geschichte, beziehungsweise ich habe sogar 2 wilde Geschichten. Die Geschichten entsprechen aber der Realität, Leute, und das ist einfach zu wild. Aber ey, ich sag ehrlich, ich lande einfach hier auf dem Boden drauf, da. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich sterbe. Da hinten wird auch gefightet irgendwie. Bisher hat mich noch keiner bemerkt. Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit einer halben Minute. Da haut einer ab, okay. Habe ich nicht hier irgendwie so eine Position, so eine Statue oder so, die ich machen kann? Wartet mal kurz. Müssen wir einmal kurz gucken, ob ich da irgendwas finde, Leute. Bei den ganzen Emotes, die wir hier drin haben. Wie viel haben 62 Seiten Emotes, ne? Alter. Kaktuspose wäre halt perfekt. Normalerweise habe ich die favoritisiert. Ich gucke nochmal kurz. Da vorne ist einer. Da vorne. Ey, Digga, als ob jetzt keiner merkt, bei 100 Spielern, und ich glaube, hier sind 20 Stück in Anvil Square gelandet, dass wir jetzt hier gerade mitten auf dem kompletten Marktgelände hier am Start sind. Das sieht irgendwie bisher keiner. Ich würde aber sagen, wir warten trotzdem noch. Da vorne ist ja auch die Flagge, die wurde noch nicht geholt. Hier muss sich ja auch irgendwer sneaken. Die hat uns einfach nicht gesehen. Geht hier ab. Oh, da kommt noch einer mit dem Schwert. Oh, wenn ich jetzt eine Sniper hätte, ne? Guck mal. Boah, ich hätte den so weglasern können. Ich sag euch ehrlich, da unten wird gefightet. Oh, da oben läuft der wieder. Da oben läuft der wieder. Aha. Sieht uns immer noch nicht. Guckt er uns auch an vielleicht? Ey, der soll mal zu uns gucken. Bro, du kannst mir doch nicht erzählen, dass 20 Gegner in Anvil landen und keiner von denen sieht mich hier. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh mein Gott, da ist noch einer. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Also, beste Möglichkeit, Arena-Punkte zu farmen in Anvil Square oder hier irgendwo landen. Kaktus Pose machen, an einem Ort, wo man das vielleicht nicht sehen könnte und dann einfach chillen. Bro, ich sag dir ehrlich, es leben jetzt nur noch 13 Spieler. Ich will mal gucken, wie weit wir damit noch gehen können. Vielleicht kommt ja die Zone sogar noch zu uns, aber ich würde jetzt die Runde ehrlich gesagt niemandem was geben, weil Leute, uns hat keiner gekillt. Wir haben einfach bis zu den Top 14 Spieler ohne eine Waffe, ohne Materials, ohne Blue Life überlebt. Das musst du auch erstmal nachmachen und die Zone ist sogar bei uns. Nee, komm Leute, macht dir keinen Sinn. Wir gehen nochmal eine vernünftige Runde rein und ich stelle mich so hin, dass man mich direkt sieht. Let's go. Okay, Leute. Boah, es kommen wieder so viele Menschen hier mit an der Stelle. Ich lande direkt bei jemandem nebenan, damit man mich auch direkt bemerkt. Guck mal, hier ist ein Ruby-Skin. Der macht auch diesen Gleiter-OP-Trick, weil wenn man diesen Gleiter hat, dann hat man eine viel größere Sichtdistanz so. Oh, Digga, wie eiskalt, ne? Nell-Dots, wie eiskalt, Bro. Er sieht dich, du nicht. Er geht rein. Okay, dann gehen wir mal auf Beobachten und jetzt gucken wir uns mal wirklich die Runde an, ne? Aber ich fand die erste Runde schon sehr interessant, muss ich offen und ehrlich gestehen. War mal so interessant zu gucken, was so passiert. Vielleicht kann man daraus auch ein neues YouTube-Video machen, also ein Format. Oder dass ich mich irgendwie als Bot verkleide mit diesem Mystique-Skin und dann so tue, als wenn ich ein Bot bin, weil da tauchen ja immer diese 3 Bots auf. Und dann halt eben, ja, warten, bis die Spieler versuchen, irgendwas zu tun und dann halt eben killen, ne? Alter, was ein dicker Laser von dem Dude gewesen. Hat hier auch an der Stelle auf jeden Fall gut Loot. Da lagen eigentlich noch 2 Biggies, die der hätte sich sneaken können. Hat der aber nicht gemacht. Das ist ein bisschen blöd von dem jetzt an der Stelle. Und ich glaube, der unten, der weiße Skin, der ist ein Schlechtmann. Boah, ich glaube, das wird nichts mal mit so wenig. Obwohl, er hat Medkit gefunden. Jetzt hat er aber hier geschossen. Das ist auch keine... Ja, ich glaube, das macht er nicht, Mann. Lol, der hat tatsächlich geschafft, sich Medkit zu drücken. Hat aber direkt eine Bombe bekommen, ne? Das war's. Anonym hat der oder die leider drinne. Boah, der Skin ist aber auch übel nice, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Der ist voll der süße Skin, Mann. So, was macht der jetzt? Ach, Digga, das war's, Junge. Da
Dann haben wir wieder einen anonymen Spieler, der wird auch hops genommen. 33 HP nur noch, da kannst du nicht viel machen. Hat auch keine Materials mehr. Er kommt von der Seite. Nobat 066. Weißer Schneeskin. Gönnt sich nochmal ein paar Minis. Hat genug Minis parat. Hat unten noch ein paar Materials gehabt. Die hätte er sich holen können. Und normalerweise sind in der Burg auch noch zwei Biggies. Hat der aber leider nicht gesehen. Wird der aber noch finden. Genau. Mal gucken, ob der das wenigstens mitnimmt. Weil der erste Spieler, der hat sich den Biggie nicht mitgesneakt. Und ich glaube, die 50 Leben hätten den auf jeden Fall Leben retten können. Gucken wir mal, ne? Ich bin gespannt. Und wie gesagt, mit dem Spray, Leute, ihr könnt gerne reinschreiben, wie ihr das findet. Also ich finde das eigentlich nice. Und ich glaube, das wäre schon nice, wenn das reinkommen würde. Also zumindest so ähnlich, weil ich glaube, Epic Games wird das Spray noch komplett ändern, bevor es dann halt eben ins Spiel reinkommt. Und ich denke mal, dass man da so ungefähr 1 bis 2 bis 3 Monate warten muss, bis das Spray auch endgültig reinkommt. Könnten sogar 4 Monate sein. 58er. Geht doch direkt auf Busch, ne? Der wartet da nicht lange. Ja, direkt rein. Zack. Boah, 149er, Bro. Also aim-technisch 1000-mal besser wie ich, muss ich auch nur ehrlich gestehen, weil mein Aim ist wirklich schlecht. Mein Aim ist wirklich richtig schlecht, ehrlich. Ich kann zwar gut bauen, aber bauen bringt dir nichts, wenn dein Aim schlecht ist. Boah, ja. Junge, der ist jetzt schon zum dritten Mal in dem Format drin. Der probiert mich zu stream-snipen, der Erik. Oh, da habe ich den denn noch in der Liste drin? Ich lösche ja eigentlich keine Leute, ne? Nein, Mann, ich brauche den gar nicht suchen. Der müsste nur bei mir in der Liste drin sein. Aber ich sag dir ehrlich, ich würde dem nichts geben, wenn er gewinnen würde. Weil der probiert jetzt hier schon zum dritten Mal, sich V-Bucks abzusneaken. Und ich sag, einmal ist okay. Ne, da hat er, glaube ich, wie viel V-Bucks hat er gewonnen? Ich habe, glaube ich, den und seinem Bruder sogar noch den Battle Pass geschenkt. Also insgesamt 2000 und noch was V-Bucks oder sowas. Und jetzt nochmal wär unfair. Also da muss noch ein bisschen Zeit vergehen, bevor der das wieder probieren kann. Aber trotz allem, wenn der im Video drin sein möchte, kann er gerne probieren, hier zu gewinnen. Aber krass, Alter, dass der, man kommt voll einfach bei mir rein, ne? Ja, wenn man mich einmal in der Freundesliste drin hat und dann guckt, was ich spiele und dann probiert, mit mir Solos reinzukommen, dann schafft man das auch. Halt eben gleichzeitig starten, ne? Hat auch eigentlich guten Loot, so. Ich meine, jetzt gibt's hier so ein neues Movement-Teil, ne? Diese mythische Spider-Man 2.0. Ich finde die aber ehrlich gesagt gar nicht gut. Muss ich offen und ehrlich gestehen, feiere ich null. Und wegen dem Spray, Leute. Also das Spray wird auf jeden Fall in Fortnite reinkommen, auch wenn es ein bisschen verändert wird. Aber nur die Leute, die bei den Community Battles mir geholfen haben, bekommen dieses Spray. Das heißt, die ganzen Leute, die nicht bei den Community Battles mitgemacht haben, werden dieses Spray nicht bekommen. Das finde ich einerseits auf jeden Fall fair, weil dann bekommen wirklich nur die Leute... Das finde ich einerseits fair, weil dann bekommen wirklich nur die Leute, die auch geholfen haben, das Spray. Und das Spray wird sogar dadurch selten. Deswegen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mir bei den Battles geholfen habt. Wenn ihr mir geholfen habt, dann werdet ihr das Spray in Fortnite, wenn es veröffentlicht worden ist, sofort bekommen. Und ich glaube, dass wir gewonnen haben. Wir müssten eigentlich gewonnen haben, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Und Fight, Leute. Erik gegen Schwitzer-Skin, Leute. Oh mein Gott. Und dann ist das noch so ein... Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, das wäre ein Schießskin gewesen. Bin gespannt, Leute. Zack, zack, zack. Oha, wie schlau der das gemacht hat. Hat One-Hit, ne? Oh, ich glaube, der wird gewinnen, Leute. Oh, der Gegner ist nicht schlecht, Mann. Oh, der hat den aber wieder Schildcrack geschossen, ne? Ah, hat aber jetzt einen Stair, hat sich mit der Stair nochmal gerettet. Kommt noch ein zweiter Spieler, glaube ich, rein. Boah. Oberking 4138. Da hebt aber einer richtig ab, würde ich mal sagen. Boah, Schildcrack, 76 Leben nur noch. Ja, die Waffe ist halt auch eklig. Du kannst mit der Waffe auch angreifen. Ich glaube, 3 Schübe gibt's. Und die sind halt eben richtig krank. Ich glaube, die machen sogar 70 Damage oder so. Und die machen wirklich fast jedes Gebäude direkt kaputt. Und dann auch noch Flächenschaden, Leute. Also da geht nicht nur eine Wand kaputt, sondern gehen fast alle Wände kaputt. Ich hätte lieber das Schwert mitgenommen. Das ist movement-technisch, finde ich, sogar ein bisschen besser wie dieses Spider-Man-Teil. Wenn man dann noch Luftikus bekommt, 10 von 10. Sich ein Biggie für 10 Blue Life rein. Boah, ob das so viel Sinn macht, weiß ich ja nicht. So, es leben jetzt auch nur noch 6 Gegner. Und wir sehen uns beim nächsten Fight, würde ich sagen, Leute. Oh. Oh mein Gott. Twitch Assist 100 spielt mit M9 Messer an der Stelle, hat jetzt auch die Krone bekommen. Der hat aber auch einen dicken Pumpschuss hier gegeben, ne? Hat auch Full Materials, hat eine mythische Pumpgun. Die macht jetzt im Übrigen keine 250 Damage mehr, sondern auf Kopf maximal nur noch 210 Damage. Ist aber trotzdem One Pump, deswegen gehe ich damit voll konform, Leute. Boah, das sind Top-Spieler, die beiden.
Er hat trotzdem verloren. Ich habe jetzt gedacht, dass der Gegner gewinnt, weil der hat voll die krassen Edits gemacht, Mann. Du hörst nur Chuck, 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 Chuck. Dieser Sound, der halt eben kommt, wenn man irgendwelche Edits oder so setzt. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt sind es auf jeden Fall nur noch 4 Gegner. Und der Typ, der pusht doch auf jeden Fall. Der farmt nicht nur Mats oder so, sondern pusht auch wirklich. Das finde ich gut. Aber wenigstens was zu gucken, Leute. 31 Leben bräuchte der aber noch, sonst hat der nicht mehr so viel Leben. Und wenn dann einer kommt mit der mythischen, dann ist er halt eben One-Pump, ne? Das ist nicht so optimal. Versucht sich, glaube ich, da oben nochmal das übertaktete Impulsgewehr zu holen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da wird aber schon gefightet. Jemand hat sich einen Bodyboy gekauft. Einfach ein Twitch-Streamer, Digga. Bin ich mal gespannt, wie der so spielt. Oh mein Gott, Bro. Wow, der war richtig ehrenlos, Mann. Boah, Digga, in der Luft einen 209er, ne? Junge. Okay, oben ist der nächste Gegner. Nur noch 2 Stück am Leben. Er hat sich auch einen Bot gekauft. Alle Spieler kaufen sich Bottyboys. Was geht ab? Lieber mal einen Schlürfsaft geben, richtig. Der hat davon eh 4 Stück. Warum sollte der nicht dann ein bisschen hier einsetzen? Ne? Boah, seine Edits waren auch übel stark, muss ich auch mal ehrlich gestehen. Schön. Oh mein Gott, Bro. Er drückt wieder ein 200er, Digga. Was geht da ab? Digga. Also seine Edits sind auf jeden Fall einfacher. Triple Edits oder so hat er jetzt nicht gemacht. Aber das sind übertrieben schlaue Edits und einfache Edits vor allem, die er gemacht hat. Er hat nämlich nur einen Layer geplaced. Ist halt aber mega schlau, ne? Den wird der eh killen. Das ist ein Bot, glaube ich. Oder ne, ist ein richtiger Spieler. Roboter-Skin. Hat nicht getroffen, wenn er getroffen hätte. Oh. Jetzt nicht toxisch sein. Korrekter Typ. Digga, der streamt sogar mit 100 Leuten. Number one Solo Gameplay on Twitch. Best Keyboard ASMR Live 24/7. Okay. Ich add den einfach mal. Jetzt hat er eine Anfrage bekommen im Stream. Mal gucken, ob der annimmt. Ne, der nimmt nicht an. Ach, Digga, er nimmt nicht an, Junge. Er ist wirklich gerade am Stream mit 21 Spieler. Hat doch auf Twitch 8500 Follower. Aber wenn er die Anfrage nicht annimmt, dann kann ich leider nichts dran ändern, Leute. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde rein. Let's go, Junge. Schade, Leute. Hätte der angenommen, hätte er 1000 V-Bucks bekommen. Und vor allem die Anfrage kam bei ihm auch an, aber er hat es halt einfach nicht akzeptiert im Stream, ne? Was willst du machen? Egal, wir gucken mal. Vielleicht gewinnt jetzt in der Runde wirklich jemand, der dann auch die Anfrage annimmt. Außerdem, was ich euch noch nicht erzählt habe, ich kaufe mir einen neuen PC, Leute. Also, ich habe mir schon einen neuen PC gekauft. Das heißt, die Grafik der nächsten Videos werden sogar noch kranker. Die werden jetzt Ultra HD 4K Special-mäßigen Zeug. Wenn das alles so knapp, wie es funktionieren sollte. Aber mein PC hat die 4090 drin, ne? Intel Core i9 13900KF, Leute. 64 GB RAM auf 5600 MHz. Wasserkühlung. Den krassesten Mainboard, den man da einbauen könnte. Dies, das, Ananas von Seite Kfz, Mechatronika. Ihr könnt euch die Geschichte nicht vorstellen. Der Spaß hat mich auf jeden Fall 4000 Euro gekostet. Das heißt, ich kann wieder Insolvenz gehen, Leute, sag ich euch ehrlich. Aber dafür kann ich wenigstens Bubba-mäßigen Content liefern. So, ich bring mal Leben vorbei. Okay. Gülutek 123. Okay, der hat, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass ich dem Leben vorbeibringen wollte. Aber okay. Doch jetzt. Ja, der war bestimmt AFK, dieser Glutech 123. Und da kommt der Matteo Salvini 01. Sneakt sich hier ganz entspannt. Und hier können wir jetzt wenigstens Baba-mäßiges Gameplay begutachten. Hat doch starken Loot auf jeden Fall. Abgesehen von der Pump. Kampfschrottfinte ist überhaupt gar nicht meins. Damit kann ich gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht kann er damit ja richtig gut umgehen, ne? Hier scheint auch irgendwo ein Gegner zu sein. Jojo, hinter dem. Lol. So, jetzt der erste Fight, Leute. Erster Fight, ich bin gespannt. Farbbomberin. Beide gut am Campen. Können das beide gut. Boah, der geht mit dem Messer rein, ne? So richtig auf 31er angelehnt. Boah, beide übel wenig Leben. Übel wenig, beide. Der hätte sich Minis geben sollen. LOL! Yo, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass der das schafft. Nimmt sich die lederne Kampfschrotflinte hier noch mit. Und ich würde an seine Stelle mir die Minis geben. Minis geben, Digga. Was macht der? Der haut erstmal ab, okay? Und ich sage euch ehrlich, ich habe voll Durst, ne? Okay, 1 Liter auf Ex. Wilde Geschichte. Kann man mal machen zwischendurch, ne? Hat sich jetzt hier eine Schadschrotflinte besorgt. Ey, Mini geben, bevor du pushst. Ja, Bro, so wichtig, der vergisst das immer, ne? Der hat das schon beim letzten Fight vergessen. Der hat Glück gehabt, dass der da auf jeden Fall gewonnen hat. Und man merkt, die Gegner haben direkt Angst, wenn die Leute mit Charge kommen. Direkt. Weil die machen auch gar nicht mehr die Wand oder sowas auf. Wenn du dieses Sneaken hast, dieses Tischen, dann lässt du die Wand lieber zu. Die Charge war ja damals die krasseste Schrotflinte, die man so haben kann, ne? Aber ich glaube, die haben sie auch wiederum schlechter gemacht. Oder kann die 200er machen? Ich glaube nicht, oder? Oh! Das war's. Ja, und er hat's richtig gemacht. Oh mein Gott, der hat seltene Erntewerkzeug. Vom Tarnreflex, Leute. Ich glaube aus Season 7, 8 oder 9. Irgendwie so in dem Bereich. Oh nein. 70er ist leider reingegangen.
42er Schildcrack leider von rechts schießt noch ein Gegner. Zwei gehen auf den. Ich hoffe, dass er jetzt gewinnt, weil der so viel Unglück hat. Ich hoffe, dass der gewinnt, Leute. Jetzt würde ich dem das richtig gönnen, weil ich ganz genau weiß, wie der Kollege sich jetzt hier gerade fühlt. Die Animation auch ein bisschen komisch mit dem Exoskin und dem Trinken der Minis, ne? Mit dem Kopf passt nicht so ganz. Lieber mal ein paar Materials farmen. Sehr wichtig, weil der hat nicht mehr viel. Max the Tux 971 heißt der Kollege. Ja, und der hat Trick 17 mit Schwert gemacht, ne? Der andere ist mit dem anderen mythischen Gegenstand reingegangen. Und der Typ einfach bei 30 Leben nur noch mit dem Schwert ein Zack und die Geschichte war durch. Jetzt kann er mal hier ein bisschen von der Seite lasern und nerven, weil das ist bestimmt der Typ gewesen. Ne, doch nicht. Das sind zwei andere wieder. Okay. Oh, der eine sieht mir nach einem richtigen Schwitzer-Skin aus, Leute. Hey, da ist ja noch einer. Ey, da sind drei Stück gewesen. Wie unlucky. Und da ist noch ein vierter, der am Snipen ist. Der muss aber aufpassen, der Exoskin. Nicht, dass der von rechts gleich gesniped wird, weil da war irgendwo einer. Ja, da oben. Da muss der auf jeden Fall aufpassen, Mann. Nur noch 10 Spieler, Leute. Oh mein Gott, jetzt hat der den mythischen Schlürfsaft. Wow, Medkit, er hat jetzt wirklich alles. Ich würde auch lieber die blaue Havoc-Schrotflinte mitnehmen, anstatt die Charge. Aber ich glaube, der will sich tatsächlich die Charge mitnehmen, ne? Boah, da bin ich mal gespannt, wie der damit jetzt gleich spielen wird im Nahkampf. Gerade bisschen Ping-Probleme, ne? Internet-Probleme, man sieht das. Weil der stuckt so. Seht ihr das? Seht ihr das, wie der stuckt? Der tut mir gerade extremst... Junge, wie viel Unglück kann man bitte haben, Bro? Er hat keine Materials, dann gehen zwei Leute auf ihn... Jetzt hat er immer noch keine Mats. Er kann nicht vernünftig looten, weil alles am Laggen ist. Oh. Der hat bestimmt Vodafone. Ja, der steht immer noch AFK. Der hat bestimmt immer noch Package Lost oder sowas. Safe. Hä? Woher weiß der, dass jemand in dem Busch drin ist? Woher wusste der das? Ich habe den gar nicht gesehen. Der hat bestimmt Performance-Modus drin. Da kann man ein bisschen besser durch die Büsche sehen. Oh, er wird angegriffen. Noch 4 Gegner. Ich bin gespannt. Boah, ich glaube, der Gegner ist richtig gut, ne? Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt, Mann. Boah, holy Macaroni, Leute. Der Gegner ist ein richtiger Schwitzer. Digga, was geht bei ihm ab? Er gönnt sich nochmal einen legendären Schlürfi, ne? Damit der eventuell den ein oder anderen Hit kassieren kann. Oh. Jetzt ist vorbei. Das war's mit dem Tiger. Ja, das war's. Digga, Reo heißt der Dude, okay. Junge, hör mal auf, hier zu tanzen, Junge. Was soll das hier? Der hat auch den krassesten Loot. Guckt euch das mal bitte an. Ich sehe leider nicht, wie viele Kills der gemacht hat. Das sieht man nur in dem Wiederholungsbereich. Glaube ich zumindest. Also ich sehe jetzt, ich kann jetzt nicht sehen, wo er wie viele Kills gemacht hat. Sehe ich nicht. Oh, der hat sogar die Giftfroschfarbtarnung, Leute. Die ist richtig unnormal selten. Ich glaube, das ist sogar die seltenste Farbtarnung in Fortnite, meine ich. Digga, krass. Ich glaube, der wird auch gewinnen. Die Frage, die ich mir stelle, ich glaube, dieser Name hier, den gibt es bestimmt nicht. Also, da sind irgendwie bestimmt Sonderzeug oder sowas dazwischen, dass ich den nicht finden werde. Aber wir gucken gleich, falls er gewinnen sollte. Oh, fast 50 Kronensieger, Alter. Krass. Oh, jetzt wurde er runtergeschossen. Die haben aber nicht damit gerechnet, dass der noch ein Schwert parat hat. Damit hat er sich natürlich jetzt gerettet, ne? Da liegen noch Materials und so, die braucht er aber nicht, weil der hat so viele Materials, der braucht gar nichts. Junge, alle nur noch am Boxen, ne? Die machen gar nichts mehr, nix. Niemand pusht irgendwen. Die chillen einfach nur alle. Boah, schöner Laser. Endlich kommt es hier zu einem Fight, Leute. Oh mein Gott, Josh. Oh, er kommt von oben und gibt einen Thunder Pump. Er muss nehmen, er wird sterben. 1-gegen-1 Situation. Peaks, auch hier drinne. Sebastian und Peaks. Alter, die habe ich beide in meine Freundesliste. Was streamsnipen die beiden hier? Junge. So, wie man hier schön sieht, die beiden, das sind die, die jetzt in der letzten Runde waren. Ne? Die haben beide gegeneinander gefightet. Die erwarten bestimmt von mir jetzt, dass ich das Mikrofon anmache. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich schicke den jetzt einfach irgendwas aus dem Itemshop. Also Peaks zumindest. Einfach den Pharma-Skin, Leute, auf schnell. Weil es ist immerhin noch gestreamsniped. Dementsprechend kriegt Peaks nur ein Skin für 800 V-Bucks. Ist ja kein Zufall gewesen. Die haben es probiert bei mir reinzukommen. Und ich würde sagen, dafür, dass Sebastian so gut gespielt hat, bekommt er auch nochmal ein 200 V-Bucks Emote von mir. So, Leute. Also, wenn man so den netten Stream-Sniper macht und für Content liefert, dann kriegt man was von mir. Wir gehen jetzt hier raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, haut da rein.